war ja auch mal die Frage. Kann es sein, dass du keine Ahnung hast? Habe ich ihn natürlich erstmal gefragt, ob er das Spiel meint. Dann habe ich dann eben zurückgeantwortet. Ja, also was das betrifft, bin ich da so ein bisschen schmerzfrei. Dass ich weiß, dass ich da nicht wirklich total 100% perfekt spiele. Ich habe aber auch gar nicht den Anspruch und so weiter. Ja, jetzt hat man hier gerade mal einen Wechsel. Da schreibt mir gerade, hat mir einer das lest, ist dann gleich. Und da will mir halt ein paar tolle Sachen schenken. Und da fragt hat mich, ob ich da eine Transporterlaubnis habe und so weiter. Fände ich genial, aber ich hab keine Transporterlaubnis. Vor mir des Alchemisten und schade. Na gut, dann antworten wir mal. Denke ich mal, dass ich jetzt antworten werde. Hoffe ich mal, weil die sind ja doch ein bisschen schlechter als ich habe. Also ich gucke mir den jetzt erstmal so ein bisschen an. Auf jeden Fall besser. Was ist das Feuerzeug? Na dann, antworten wir mal. Antwort? Egal. Oh. Was schreibt man denn? Ich würde mich riesig drüber freuen, hab aber auch keine Transporterlaubnis. Wenn mir eine über den Weg läuft, melde ich mich. Nochmal. MFG. Und absägen. Nachricht wurde erfolgreich verschickt. Gut, gut, gut. Dann machen wir hier mal den Hafen der Golems. Sehkraft Nummer 2. Na dann, auf zu dem Hafen der Golems. Dieser Auftrag wird nicht leicht sein. Ja, und jetzt gehen wir sozusagen ein bisschen die Gesprächsthemen aus. Das ist halt immer so ein bisschen doof. Irgendwie zwei Sachen waren mir vor uns noch im Kopf. Na gut, ich mache ja erstmal die Golems alle, bevor sie mich alle machen. Nein, Spaß. Also, zumindest was die Monster hier betrifft, kriegen die mich jetzt eigentlich nicht mehr so schnell down. Also gut, wenn ich mal nicht aufpasse oder so, dann schaffen sie es, mich doch etwas runter down zu kriegen. Also, sie haben aber so oft wie am Anfang, mache ich auch, also kriegen sie mich auch nicht mehr down. Also, passt schon. Ist schon IO, würde ich mal sagen. Na gut, wo war ich denn stehen geblieben? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich jetzt gerade irgendwas. Hatte ich gerade verdammte Kacke am Ende gesagt, aber wegen was? Oh mein Gott, mein Kopf lässt mich echt im Stich. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich habe absolut keine Ahnung mehr. Ist wie weggeblasen. Absolut weg. Absolut weg. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also ich weiß.
Ach so, na, es hat jetzt wahrscheinlich nichts mehr mit dem Vorgehenden, weil ich da absolut nicht mehr weiß, was ich da eben gerade gesagt habe. Nee, war wahrscheinlich irgend so ein flüchtiger Gedanke, den ich nicht mal irgendwie richtig formuliert ausgesprochen habe. Oder ähnlichem. Naja. Auf Menschenskinder. Bin ich so doof? Na, aber es lohnt sich jetzt nicht, da krampfhaft drüber nachzudenken. Manches schmeißt einfach der Kopf sofort raus. Es gibt da Ultrazeit, Kurzzeitgedächtnis, Kurzzeit und dann gibt es erst ein Langzeitgedächtnis. Und Ultra-Kurzzeitgedächtnis kann sich, glaube ich, maximal 20 Sekunden was drin halten. Und wenn es dann nicht ins Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis übergeht, ist es sofort weg. Ja. Ich muss jetzt kurz mal was trinken. Weil ich das übrigens wieder sehe, gerade bei mir, dann muss ich gleich mal gucken. Ich hatte ja gestern, also ist bei euch jetzt natürlich nicht gestern, aber ich glaube, ich werde das mal machen, aber heute ist es nicht so schön zu sehen. Obwohl es sieht auch nicht schlecht aus, aber es gefällt mir nicht so gut wie gestern. Werde ich vielleicht mal als kleines, muss ich mir noch überlegen, was ich da weswegen ich das mache oder irgendeine kleine Story oder so Geschichte, sowas erzählen. Nee, mir fällt da gerade was ein, was ich dazu machen kann. Wird aber noch nicht verraten. Entweder es gefällt euch oder nicht. Hat da nichts mit dem Let's Play zu tun. Und zwar hab ich so geniale, richtig geile Sonnenuntergangsbilder gestern gemacht. Es sieht so hammer aus. Also wirklich, der Himmel brennt, die Engel fliegen. Nee, aber es sah so wirklich richtig hammer aus. Und die Bilder, die sind in keinerlei Weise nachbearbeitet. Ich habe einfach aus dem Fenster raus fotografiert. Das werde ich dann als kleines Projekt machen. Mir ist auch was eingefallen, was ich dann drüberlegen kann. Mal schauen, ob es euch gefällt. Ich vermute mal eher nicht, aber mir wird es gefallen. Darauf kommt es ja an, dass es mir gefällt. Und irgendwo gibt es immer jemanden, dem irgendwas gefällt. Die Geschmäcker sind ja so unterschiedlich. Deswegen werde ich auch machen, wenn nur einem was gefällt, werde ich es trotzdem weitermachen. Weil ich habe mich auch früher immer gefreut, wenn es was gab, was mir gefallen hat. Auch wenn es sonst niemandem gefallen hat. Ich war auch immer so eine Nischen, dem sowas, was nicht üblich ist, was nicht Mainstream ist, gefallen hat. Aber ich glaube, ich mache hier gerade einen alten Auftrag. Naja, macht nichts. Ist nicht so schlimm. Oh, wie viel haben wir noch zu? Oh Gott, ich habe hier noch eine halbe Stunde, fast eine Dreiviertelstunde, die ich hier echt auch nicht mehr ganz so lange Session machen zusammen. Weil sonst, da fällt mir immer nichts ein und das geht einem jetzt ehrlich gesagt schon so ein bisschen auf den Sack, mir zumindest die Kommentation. Na gut, mir geht's auch öfters mal auf den Sack, wenn ich so zwischen den Themen hin und her springe. Ach, Manno. Und vor allem, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worum es ging. Weil ich schon wieder mich mit dem Sonnenuntergang und den Wolken und so weiter, weil mich das schon wieder abgelenkt hat. Schlimm, ne? Aber ich glaube, ich lasse euch mal fix alleine, weil das jetzt doch gerade wieder so richtig hammermäßig aussieht. Und das ist dann immer nur ganz kurz zu sehen. Viel Spaß wünsche ich euch jetzt mit, nehmen wir mal einfach mal Dubs. Irgendein Dubstep. Dann viel Spaß, bis gleich. Und weiterer Vorteil, es läuft weiter. Und ich muss nicht diskutieren.
oder was reden, nachkommentieren. Ich muss jetzt bloß noch schnell meine Kamera finden. Also wünsche mir viel Glück. So, da bin ich wieder, hoffentlich ohne größere weitere Probleme. Sorry, ich hab auch so vor kurzem, vor 2-3 Monaten, die Fotografie für mich entdeckt und ja, da muss ich das einfach machen. Ist einfach für mich irgendwie so drinne. Ich finde es einfach, oh, Fotografie, so schöne Filter, ich finde es einfach so geil. Hey, geh mir nicht auf die Nerven. Und ich mache gerne Himmelbilder, also weil ich einfach so Wolken formatiere und sowas, finde ich einfach total genial. Legendär. Wenn niemand weiß, was es ist. Es ist, warte. Es ist warte. Jetzt kommt, nein, noch nicht, warte, jetzt kommt's. Der. Nee, ich glaube, so gut wie Barney kriege ich das nicht hin. Na gut, also werden wir mal wieder kaufen. Nein, erstmal die Ausrüstung reparieren. Super. Doof bin ich ja auch, ne? Jetzt machen wir nochmal den Auftrag von Matrin, ne? Genau, nicht wieder Lennarts Auftrag. Das war dämlich von mir. Naja, egal. Manchmal mache ich auch dämliches Zeug. Aber jetzt bin ich schon wieder abgekommen. Zwei Dinge, die waren mir verdammt wichtig.